Schatten hier rüber wieder. Dann über dieses Dach. Geh weg, geh weg, bitte, danke. Das wäre jetzt super nett von dir. Scheiße. Vielleicht geklappt. Weil ich hätte es schon gern mit dem Erfolg niemanden töten. Ich will eine klare Antwort. Wann zahlst du mir die 10 Zekinen, die du neulich verloren hast, ne? Scheiße. Fuck. Jetzt halt nach und nach hinkriegen. Halt, alter Mann! Ich habe einige Fragen an euch. Nein, hast du nicht. Geh weg. Sag dich doch, jetzt ist er weg. Erst einmal. Jemand auf. Ohne jemanden hier zu töten, das ist schon ein bisschen schwieriger. Und wir dürfen halt auch nicht gesehen werden.
Ja, geht weg. Das ist gut. Sind die Janichan? Geh weg. Halt, ich würde gerne mit euch reden. Fuck. Okay, jetzt wäre mal wieder halbwegs da, wo ich hin will. Das ist einer der Janichan. Jetzt haben wir. Tadik war kein Verräter, Suleiman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Es tut mir leid. Gott, vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tarik. Wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Die Waffen sind jetzt in Kappadoce. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor... Süleyman! Süleyman! Man stellte mir eine Falle. Und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tarik, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welch schreckliche Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Oh, vergib mir, Neffe. Ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Kefe. Buonasera. Marcello, mein Neffe und ich haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Grazie, mio principe. Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Stopp! Den Mann kenne ich. Ganz sicher. Wir haben jetzt mit ihm gesprochen. Aus dem Gebiet fliehen. Yep.
So. Könnt ihr den noch ablenken? Weil dann gehe ich Leiter hoch. Niemanden töten, das wird mal geschafft haben. Und jetzt gehen wir mal auf das Schiff. Wir machen direkt mit der Hauptstory weiter, würde ich sagen. Du hast einen sehr schlechten Tag, guter Mann. Yep. Mach mal das nämlich gleich. Oh, wir müssen hier hoch. Niemand mit Klingen töten. Sequenz 6 beendet. Du weißt doch etwas, oder? Du weißt, was da draußen ist. Ich habe eine Idee, ja. Komm schon, Bill. Du machst keine halben Sachen. Was glaubst du, finden wir? Mit etwas Glück noch einen Schatz. Mit sehr viel Glück. Etwas, das diesen verdammten Krieg beendet. Das ist mir zu hoch, Bill. Hör zu, Sean, ich weiß wirklich nicht, was wir finden werden. Aber was es auch sein mag, die Templer dürfen es nicht haben.